Die Entscheidung des Berliner Landgerichts im Fall der Hasskommentare gegen die Grünen-Politikerin Künast sorgt weiter für Kritik. Der Deutsche Juristinnenbund forderte heute einen besseren Schutz von Frauen in Online-Netzwerken. Laut Gerichtsbeschluss muss Künast auch sexistische Beschimpfungen auf Facebook hinnehmen, solange diese im Rahmen einer Sachauseinandersetzung fallen. Unbekannte hatten die Politikerin auf Facebook übelst beschimpft. Um zivilrechtliche Schritte gegen die Absender einleiten zu können, wollte Künast von Facebook die Herausgabe der personenbezogenen Daten erwirken. Leonie Steinl ist Juristin und sie kennt den Hass im Internet, der besonders oft Frauen entgegenschlägt. Die Beleidigungen im Fall Künast, die Geschmacklosigkeiten, vor allem gegen Frauen, die sich öffentlich zu Wort melden, all das überrascht sie nicht. Dass das Berliner Landgericht dies aber als zulässige Auseinandersetzung in der Sache wertet, schon. Dies gefährde die demokratische Debattenkultur, sagt sie. Beispielsweise auch die Frage, wie sich das auf Frauen auswirkt, die sich in die Öffentlichkeit begeben, als Politikerinnen oder einfach als Aktivistinnen ins Netz begeben und dort ihre Meinung kundtun, dass es auch Abschreckungswirkung haben kann und dass es eine Gefahr ist für unsere Demokratie. Die beleidigenden Kommentare beziehen sich auf das Jahr 1986, als Künast Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses war und auf einen Zwischenruf von ihr zum Pädophiliestreit bei den Grünen, ein sensibles Thema. In genau diesem Zusammenhang müssten die Online-Angriffe gegen Künast aber gesehen werden, sagt das Berliner Landgericht. Sie seien daher zwar polemisch und zugespitzt, aber legitim. Viele Experten halten diese Einschätzung für falsch. Das Bundesverfassungsgericht zieht die Grenzen der Meinungsfreiheit zwar sehr weit und lässt eine Menge zu, auch an harter Polemik. Die Äußerungen hier gehen nach meiner Einschätzung aber deutlich über diese Grenzen hinaus. Wo hier noch der erforderliche Sachbezug in der Auseinandersetzung ist, das erschließt sich mir nicht. Unterstützung bekommt Renate Künast mittlerweile aus fast allen politischen Lagern. Viele fürchten angesichts des Gerichtsbeschlusses eine weitere Verrohung der öffentlichen Streitkultur. Bundestagspräsident Schäuble sagte dem Tagesspiegel, es braucht auch das Vertrauen in einen Rechtsstaat, der gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze als Nährboden von Gewalt konsequent vorgeht, auch in der digitalen Welt. Renate Künast hat angekündigt, gegen den Beschluss des Berliner Landgerichts vorzugehen.